Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. In der letzten Folge haben wir Agrobar abgeschlossen. Wir haben den Jaffa besiegt. Zweimal sogar. Nachdem wir ihn einmal besiegt haben, meinte er so, yo, ich will mich in den allermächtigsten Genie aller Zeiten verwandeln. Hat er dann auch getan. Und da der Kampf so atemberaubend spannend war, hat niemand auf Jasmin geachtet. Dementsprechend, huch. Lol. Okay. Dementsprechend wurde Jasmin dann von Rico entführt. Das sehe ich jetzt gerade zum ersten Mal. Ist das ein Easter Egg? Well, well. As I live and breathe, if it isn't Pinocchio. Oh, hi, Jiminy. What in the world are you doing down here? Playing hide and seek. I just don't believe it. And here I was, up all night just worried sick about you. Why of all the... Pinocchio! Pinocchio, sagst du auch die Wahrheit? Ja. Und was ist dann das hier? Das hat mir jemand geschenkt. Keine Flunkerei. Du weißt, dass du nicht lügen darfst. Eine Lüge wird größer und größer, bis du ertappt wirst. Genau wie die Nase in deinem Gesicht. Aber wozu denn warten, wenn man etwas haben will? Warum soll man es sich nicht nehmen? Oh je, wer sagt sowas? Du brauchst einen Rat von deinem Gewissen. Richtig, du bist mein Gewissen, Jiminy. In deiner Gegenwart würde ich nie lügen. Das war so klar. Oh nein, ich dachte, er wird jetzt größer. Du musst brav sein, um ein richtiger Junge zu werden. Das hast du Geppetto doch versprochen, oder? Oh, weißt du, wo Vater ist? Ist der nicht bei dir? Jiminy, wir müssen Vater finden. Nicht so schnell. Da draußen lauern Gefahren und Versuchungen. Versuchungen. Ich werde Geppetto suchen, also warte hier. Und diese Freunde werden mir dabei helfen. Zumindest einer davon, die anderen sind eher nutzlos. Tatsächlich? Gehen wir, Sora. Tatsächlich? Das hätte meine Antwort sein können. Du hättest uns vorher fragen können, ja? Ja. Okay, interessant. Die Sequenz habe ich tatsächlich zum allerersten Mal gerade gesehen. In Jiminys Gegenwart lüge ich nicht. Wirklich. Der Witz ist nämlich, dass wir später... dass wir ihn später nochmal sehen werden. Aber dann eben halt... in Monstro. Also irgendwie... keine Ahnung, wie das passiert ist. Aber okay, ja. Hier können wir jetzt das Trio-Symbol benutzen. Das Grüne ist anscheinend, um gewisse Ortschaften freizuschalten. Wie unter anderem den Dachboden hier, der etwas ganz Besonderes birgt. Nämlich einen Schmiedeschuppen von den lieben Mogrelinis. Fleißige, aufmerksame Zuschauerlinis haben vielleicht bemerkt, dass ich sehr, sehr viel Bullshit eingesammelt habe. Wie Trierz und so. Das brauchen wir, um Sachen zu schmieden. Wir können aus euren Gegenständen ungewöhnliche neue. Ich verlese mich nicht, oder? Nochmal. Wir können aus euren Gegenständen ungewöhnliche neue machen. Wobei, ich bin dumm, das macht sogar Sinn. Lasst uns jetzt etwas für euch machen. Bringt einen Haufen Gegenstände von euren Reisen mit. Ja. Ich habe verzweifelt nach dem Schreibfehler gesucht. Eines Tages bauen wir die Waffe aller Waffen. Bringt uns alle möglichen Gegenstände. Ja, das ultimative Schwert lässt sich hier schmieden. Willkommen! Was kann ich denn machen? Energiereif. Kräftekette, Zauberring. XP-O-Ring. Und ich habe gar nichts davon. Okay. Ich würde schon gerne wissen, was der Scheiß kann, hä? Aber gut, wie es aussieht, kann ich ja von jedem etwas machen. Ich glaube, das ist auch so, dass wir mehr freischalten, wenn wir mehr schmieden oder so. Dass die irgendwie Level steigen durch Schmieden. Okay, was haben wir hier? Ich habe jetzt... einen Zauberring. Maximum MP steigen geringfügig. Angriffskraft
Bla bla bla. Ich verliere Abwehrkraft? Ja, wegen dem anderen Scheiß. Energiereif, maximal MP, Abwehrkraft steigen. Was war das andere? Hatte ich nicht drei Sachen? Zauberring, Energiereif. Bin ich behindert? Danke, dass ihr uns geholfen habt, so viele Gegenstände zu machen. Aber wir wollen noch viel mehr ungewöhnliche Gegenstände machen. Sucht überall, wo ihr bla bla bla. Hallo? Achso, den muss ich anlabern. Kräftekette. Ja, wo ist denn die Kräftekette? Da ist sie. Okay. Ui, zwei. Ja, ja, ja. Das ist in Ordnung. Was kann das hier nochmal? LP und Angriffskraft. Wie jetzt? Ach so, weil der Reißzahn auch Angriffskraft bringt. Ich dachte gerade, wieso verringert sich meine Angriffskraft nicht? Okay. Wie er einfach Feuerresistenzen hat, Mann. Ja gut. Ach so, das hast du? Nee, warte mal. Kann ich das nicht mit einem Knopf abrüsten, Mann? Maximum Angriffskraft, Abwehrkraft. Protes. Protera. Klingt nach so einem Zauberspruch von Doremi. Protes, Protera, Prolando. MP, MP, MP. Ja, so, bitteschön. Sehr spezialisiert. Angepasst auf eure Stärken und eure Schwächen. Nein, auf eure Schwächen und Schwächen, würde ich sagen. Ihr könnt ja so oder so nichts. Esprit. Perfekt. Jetzt seid ihr wieder minimal nützlicher. Aber von 0,1 auf 0,2 ist jetzt auch kein großer Unterschied. Warte, wo war das? Da hinten irgendwo. Dick, Trick und Track. Hier? Direkt nebenan. Schöner Konkurrenzkampf hier. Konkurrenzkampf der Läden. Noch unser Zimmer, das ist die Härte. Ich habe das erste nicht gelesen. Ich muss in den Laden sauber machen, okay. Ja, holy shit. Was? 5. Hammerstab geschaffen für den Kampf, besitzt immense Durchschlagskraft, Maximum MP. Geeignet für den Kampf. Also irgendwie alles für den Kampf geschaffen, ne? Der Stab besitzt magische Kräfte, auch für physische Angriffe verwendbar. Ah, hier, starke magische Kräfte und das ist auch für physische Angriffe zu gebrauchen. Ja, ich meine, du kannst Klopapier auch für den Nahkampf benutzen, wenn du unbedingt willst. Aber ob das so gut ist? Magie quillt förmlich aus diesem Stab. Maximum... Ja, dann nehme ich doch einfach mal den teuersten von mir aus. So, was haben wir hier? Gigas. Handlich und probat im Offensivkampf. In der Abwehr eher unbrauchbar. Ein Schild, das in der Abwehr unbrauchbar ist. Herzlichen Glückwunsch. Ein praktischer Schild, der seine Funktion im Kampf erfüllt. Großer Schild, eher für die Abwehr gedacht. Schützt vor diversen Angriffen. Dient eher der Abwehr, auch offensiv einsetzbar. Schützt vor vielen... Irgendwie sagen sie immer dasselbe. Ja. Zack. Verkaufen. Habe ich irgendwas, was mich richtig nervt? Steht halt leider die Zahl nicht. Okay. Wie sieht's aus? 18. Okay. Hier 7. Friss. Gut. Dann fliegen wir mal jetzt noch die eine Runde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das sollte hinhauen. Machen wir das jetzt mal. Einfach mal schnell beide Routen abfliegen. Und dann war es das tatsächlich auch schon mit dieser Folge. G
Geht das, wenn ich jetzt dahin fliege? Nee, ich muss das anlabern, genau. Okay. Ja, kann ich währenddessen irgendwas erzählen? Hm. 8. Folge gerade. Hab währenddessen, wie gesagt, immer ein wenig LOL gespielt, aber naja, was will man sagen? Ist ja immer dasselbe irgendwie. Bearbeitet habe ich noch nicht wirklich viel hiervon, nur die ersten 5 Folgen. Speicherplatz technisch bin ich langsam wieder am Arsch. Irgendwas muss wieder dran glauben. Irgendwas muss gelöscht werden. Aber wir haben es gerade 8:30, also 20:30 Uhr. Als nächstes müsste dann tatsächlich Halloween Town kommen. Wenn wir unten rechts lang gehen, wenn wir oben. Oben rechts, ja, oben und unten halt. Wenn wir oben lang gehen, müsste Atlantica da sein. Da das ja leveltechnisch. Sternentechnisch schwerer zu sein scheint, machen wir natürlich erstmal Halloween Town. Ich bin jetzt nicht unbedingt großer Fan von Halloween Town. Also ich weiß, dass eine ehemalige Abonnentin totaler Halloween Town Fan ist. Also es gab damals zu meiner Anfangs-YouTube-Zeit 2012 eine Abonnentin, die hat mich sehr, sehr lange unterstützt. Ich glaube bis von Anfang 2012, also sie war eine meiner ersten Abonnentinnen, bis Mitte 2013 glaube ich. Konnte sich super mit mir assoziieren, hat sie auch geschrieben, hat quasi alles geschaut, alles kommentiert, eine richtige Abonnentin halt, hat sich auch selber Fangirl. Oh, ich habe nicht aufgepasst. Nein, ich habe nicht aufgepasst. Das ist natürlich unnötig, wenn ich da noch Fehler mache. Erstmal Licht anmachen hier. Hat sich auch selber Fangirl genannt, aber das ist das, was ich jetzt erzähle, das ist jetzt kein Geheimnis, das hat sie ja öffentlich gepostet, ne? Also man könnte ja jetzt zu den darauf folgenden Sachen sagen, nee, hey, das musste sie ja nicht öffentlich sagen, aber das hatte sie alles in die Kommentare geschrieben, von daher. Ja, hatte ähnliche Probleme wie ich, Mobbing und sowas. Keinen Platz, wo sie sich wohl fühlt, wo sie sich wohl gefühlt hat. Aber ja, irgendwann hatte sie dann einen Ort gefunden, wurde dann nicht mehr gemobbt, wurde akzeptiert, was mich natürlich für sie freut, ne? Dass sie ja eine Ausbildung gefunden hat, einen Ort, wo man sie gern hat. Aber dementsprechend wurde ich dann natürlich abserviert, ne? Man konnte sich dann nicht mehr mit mir assoziieren. Bei mir hatte sich ja nicht wirklich viel geändert zu der Zeit, also 2013, 14, 15, hatte ich ja immer noch Probleme mit Schule, Ausbildung und Co. Mobbing. Sprich, man hatte kein Verständnis mehr für mich, Fragezeichen. Also es ist ja nicht so, dass ich mich 24/7 darüber beschwert habe in meinen alten Videos. Es ist eher gegenteilig gewesen. Ich habe ja erst 2014 damit angefangen rumzuheulen. Aber ja, da war halt dieser Typ, der Ähnliches durch hat, der off-topic gesprochen hat. Und ja, also, fernab von ihr gab es früher auch noch eine andere, die, also, ich weiß nicht, wenn ich jetzt mal so spontan drüber nachdenke, gab es eigentlich immer mal Leute, die sich mit mir assoziieren konnten. So Leute, die in der Schule gemobbt wurden und so weiter und so fort. Die kamen nicht alle gleichzeitig. Oh Gott, was sind das für Dinger? Nein, ach komm schon. Ach, wie dumm. Ah, ey. Diese scheiß Flugeinlagen hier. Ja, es gab immer wieder Leute, die kamen nicht alle gleichzeitig, sondern haben sich quasi immer die Hand gegeben. Also sie nicht jetzt wirklich, aber also sie kannten sich nicht untereinander, aber es war irgendwie immer so, dass ich jemanden hatte, der mich 3-4 Monate lang geschaut hat.
richtig aktiv und dann ist er halt gegangen oder inaktiv geworden und dann kam irgendwie die nächste Person. Echt schade, dass das nicht irgendwie mit einem Mal passiert ist. So hatte ich irgendwie immer eine Person, die alles Mögliche geschaut hat und ich habe mich auch gefreut. Aber ja, mittlerweile ist es dann jetzt bei mir auch so, dass ich das mit Vorsicht genieße. Also wenn ich jetzt jemanden habe, der für eine gewisse Zeit regelmäßig meine Videos schaut, denke ich mir im Hinterkopf so, naja, wer weiß, wie lange die Person da bleibt. Wer weiß, ob die nicht auch nach 3-4 Monaten keinen Bock mehr hat. Ja, und die hatte, von der ich jetzt rede, die hatte dann, wie gesagt, irgendwann ein gutes Umfeld. Hatte sich dann noch ein, zwei Mal gemeldet unter einem Infovideo, wo sie so meinte, ja und aber ja. Irgendwann hatte sie mich dann deabonniert und als ich das dann gemerkt habe, ich habe es nicht sofort gemerkt, weil bei 200 Leuten ist es ja etwas schwierig, das nachvollziehen zu können. Aber ja, ich habe dann halt in die Liste geguckt, bin ganz nach unten gescrollt. Also wer das nicht weiß, bei Abonnenten ist es ja so, dass die nach Abonnierzeit sortiert sind. Also das war auch nicht immer so, aber ich glaube seit 2016 oder so ist es so. Und da habe ich dann eben halt gescrollt, habe gesehen, hey, die steht nicht mehr in den Kanälen. Ich sollte aufhören, sie abballern zu wollen. Ich weiche einfach aus. Sie steht nicht mehr da drunter. Dann habe ich ihr halt auf ihrem Kanal geschrieben. So von wegen, jo, das ist natürlich ziemlich traurig und asozial und behindert und befickt und scheiße und ne. So von wegen, jo, jetzt geht's mir besser, jetzt kann ich dich wegwerfen und so. Ja. Weil ich meine, sie hatte sich auch 2012 so hingestellt von wegen, ja, ich finde, du bist wie ein Gott, der auf die Welt gesandt wurde, um den Menschen den Spiegel vorzuhalten. Um den Menschen die Wahrheit vor Augen zu führen. Wo ich sagen muss, hey, ich stimme der Person vollkommen zu. Also damals vielleicht nicht hundertprozentig, aber ich fühle mich schon irgendwie wie Gott. In gewisser Weise schon. Und ich finde, die Menschen brauchen das auch. Die Menschen brauchen einen Spiegel. Die Menschen müssen links und rechts eine Schelle kriegen und dürfen nicht mehr mit Sandhandschuhen angefasst werden. Die sollen aufhören, in Watte gepackt zu werden. Und das ist ja bei allen YouTubern im Grunde so. So, warte, jetzt fliegen wir... Was wollte ich machen? Ich wollte dahin fliegen, genau. Gott, hoffentlich funktioniert das. Die Routen werden ja immer schlimmer. Ja, weil die meisten machen das ja nicht, weil man ja dadurch seine eigenen Abonnenten vergrault. Ne, das ist ja irgendwo Klickvieh, welches man ja nicht verlieren will. Und so weiter. Deswegen wird ja alles diplomatisch gehandhabt. Alles immer schön. Ja, Moment, muss ich da hin? Nee, ne? Ja, danke, du Scheißvieh. Es wird ja nicht mehr diskutiert, argumentiert, alles wird schön minimalistisch gehalten, damit man von keiner Partei Ärger kriegt, habe ich ja schon bei Birth by Sleep gesagt, aber ich denke mir so, fickt euch, ganz ehrlich. Das ist mir egal. Ich meine, es ist mir an und für sich schon charakterlich egal, lieber habe ich 3 Menschen, die mich mögen, als 3000, die mich nicht mögen oder die mich nur mögen, weil ich meine Emotionen, meine Meinung innehalte. Und abgesehen davon habe ich ja auch nichts zu verlieren. Und wer nichts zu verlieren hat, ist ja sowieso der größte Gegner. Der scheißt ja dann quasi auf alles, weil er ja nichts zu verlieren hat. Dementsprechend finde ich das, was ich mache, eigentlich ziemlich gut. Eigentlich heißt immer, man findet es nicht gut. Ja, ich finde es schon gut. Nur, ja, es fruchtet halt nicht. Und wenn man dann Leute hat, dann gehen sie halt nach einer Weile, weil sie nicht mehr die Meinung teilen. Also das ist wie, als würde man aus meinem Content gewachsen sein. Als wäre sie einfach erwachsen geworden, in Anführungsstrichen. Aber
In ihrem Fall ist sie ja eher verdummt. Ja? Naja, naja. Also jetzt nicht falsch verstehen, das soll jetzt kein riesen Lester-Video hier sein. Aber, ja. Das ist eine meiner ersten Abonnentinnen gewesen, die mich sehr unterstützt hat, die mir sogar Fanarts gemacht hat, also Bilder von mir gezeichnet hat. Also nicht von mir als Person, ihr versteht schon. So zu ihren Lieblings-Let's Plays und so. Hatte sogar auch Videos für mich gemacht. Und ich bin immer noch sehr, sehr bestürzt darüber. Weil, ich meine, Leute zu finden ist echt schwierig und scheiße. Und man denkt sich dann so, hey, wenn du dann wirklich Leute gefunden hast, dann geht man irgendwie davon aus, dass die dann auch bleiben, ne? Aber nö. Es ist halt nicht so. Ebenso ist es echt behindert, wenn du, wenn deine Abonnenten zu Freunden werden. Also ich dachte mir schon oft in den 6 Jahren so, hey, das ist jetzt ein super Abonnent, der kommentiert viel, ich kann ja mal mit dem reden und so. Oder er wollte mit mir reden. Und dann, oh nein, das ist Monstro, was ist denn das? Doch nicht Atlantica. Was auch immer es ist, das ist gigantisch. Ein Wal, ein Monstrum von einem Wal. Das ist Monstro. Ja, er heißt so. Der König der Wale und meistens schlecht gelaunt. Neuerdings kann er im Weltraum schwimmen. War, abdrehen, Zora, abdrehen. Ja, das ist jetzt lustig, weil ich schaffe es nicht, wir werden verschluckt, weil Riku jetzt da drin ist. Obwohl wir ja gerade gesehen haben, dass er mit Captain Hook unterwegs ist. Es ist wahr, ich habe es selbst gesehen. Kann es sein, dass du es nur gehört hast? Wo ist da der Unterschied? Da drinnen ist ein riesiges Monster. Ich finde, da ist schon ein Unterschied. Okay, angenommen, da ist wirklich ein Monster. Glaubst du, wir beide können es besiegen, Sora? Ach ja, sie reden von der Höhle. Na klar doch, los gehen wir. Da, hörst du dieses Grummeln? Ich glaube, das ist keine Final Mix-Sequenz. Ich wage jetzt überhaupt nicht, die schon mal gesehen zu haben. Also anders als bei der Rico-Sequenz ist das hier eine, die war schon vorher da, aber auch nicht vertont. Oh Mann, ich wünschte, es wäre ein Monster. Warte, was ist da drüben? Ein Fenster oder eine Tür geht nicht auf. Junge, mehr ist hier nicht. Was hast du an so einem öden Ort denn erwartet? Hey, Sora. Hm? Wenn wir erwachsen sind, verschwinden wir von hier. Dann erleben wir richtige Abenteuer, nicht sowas hier. Klar, aber willst du so lange warten? Beim Bürgermeister wohnt doch jetzt ein Mädchen. Beim Bürgermeister, Sie ist ja von einem ganz hohen Ross. Hey, Sora! Are you okay? What are you guys doing? Where are we anyway? Whoa! Oh, you know, I think that big old whale Monstro just swallowed us. And for today's weather, expect showers. Oh, heavy showers. Hey! Who's there? It's me. Oh, it's just Pinocchio. Pinocchio? Pinocchio? Pinocchio, where are you going? Pinocchio! Come on, everybody, after him, quick! Lustig, wo wir doch vorhin bei ihm waren. Jetzt könnte man ja argumentieren,
und sagen, er hat sich auf unser Schiff geschlichen. Dann würde es Sinn machen. Aber so... Ja, um jetzt mal kurz meinen Gedankengang zu beenden. Ja, es ist tatsächlich nicht ratsam. Dann redest du teilweise mit deinen Abonnenten über Skype oder schreibst und merkst dann... Dann passieren zwei Sachen. Entweder du merkst irgendwie... Es passt nicht. Oder, was eher oft passiert ist, dass dann die Leute aufhören, deine Videos zu gucken. Was ja in Ordnung ist. Ich meine, tausche Zuschauer gegen Freund an und für sich. Aber ich weiß nicht, meist passiert dann beides nicht. Keine große Freundschaft und man verliert einen Abonnenten. Also ich musste auch die Erfahrung machen, dass es gar nicht so schlau ist, wenn man Beziehungen mit Abonnenten vertieft. Also, freundschaftliche Beziehungen. Ich weiß nicht, Beziehung ist für mich immer so ein Wort zwischen Freund und Freundin. Also Pärchen, aber es gibt ja auch freundschaftliche Beziehungen. Ja, so viel dazu. What have you got there, Pinocchio? With this, we can get out of here, Father. Really? With this big block, you think so? It's true. So, how did she end up here, Pinocchio? Oh my, so the whale swallowed all of you too? My goodness. Yeah, looks like it. My name is Geppetto. I'm Pinocchio's father. When we got separated, I traveled all over looking for him. Thank goodness we're together again. So, you seem to know Pinocchio quite well. I hope he was a good boy in my absence. Well, we've all had quite a journey, right, Pinocchio? Pinocchio! Ich würde mal echt gerne wissen, was Rico hier überhaupt macht. Aber naja. Ja, Leute, ich würde mal sagen, das war's heute mit Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. In der nächsten Folge gehen wir dann mal Pinocchio nach. Ja, kann ich sonst noch irgendwas dazu sagen? Ich hatte es eben gesagt, ne? Ja, weiß nicht. Hatte mal so ein paar Abonnenten, die sehr fleißig waren und mit mir reden wollten. Und dann war das irgendwie negativ für mich. Ja, dann habe ich quasi meine Abonnenten zu Anti-Abonnenten verwandelt. Also die dachten sich so, naja, wenn ich mit dem reden kann, brauche ich ja seine Videos nicht. Das stimmt natürlich irgendwo auch. Sicherlich stimmt das, wenn man mit der Person richtig reden kann. Das ist natürlich besser als die Videos, aber ich weiß nicht, ich finde es dann trotzdem blöd, wenn man dann aufhört, mich komplett zu unterstützen, ne? Also ich weiß nicht. Dann wiederum gab es auch schon Leute, die mich so getroffen haben bei League of Legends oder im Stream und mich deswegen abonniert hatten auf YouTube, aber gar nicht meinen Kram schauen. Ja, ich habe auch so viele Abonnenten, die mit mir schon mal geredet haben und mich quasi aus Sympathie abonniert haben, nicht weil sie wirklich meinen Kanal gefunden haben. Also mein Abonnentenverein ist echt nicht so toll. Viele tote Abonnenten, viele falsche Abonnenten, also falsch im Sinne von abonniert aus den falschen Gründen. Ich finde das alles sehr, sehr traurig. Aber naja, ich wollte gar nicht wieder so krass in die Deprimasche gehen. Ich wollte eigentlich nur kurz darüber reden, weil wir ja fliegen mussten. Es hat ja auch unnötig lang gedauert, weil ich ja etwas inkompetent wieder war. Aber naja, ja. In der nächsten Folge versuchen wir mal Pinocchio einzuholen und zu schauen, was der liebe Rico hier macht. Ja, ganz im Ernst, ich wüsste echt gerne, was der hier zu suchen hat. Ich meine, Pinocchio ist ja keine Prinzessin, ne? Jedenfalls denke ich das, ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.